Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, sind wir heute mal wieder in GTA Online. Und ja, die Situation könnt ihr vielleicht schon erkennen. Wir stehen hier oben mit unserem Auto auf dem Mount Chiliad für einen großen Sprung, den wir jetzt machen werden. Ob wir ihn überleben, weiß ich nicht. Naja, gut, dann werden wir, würde ich mal sagen, 3, 2, 1 und go! Okay, ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Wie sieht das in First Person aus? Oh, wunderschön hier drin. Also. Oh! Pff, ey, ach, ey, aua, Hilfe! Ja, wir sind jetzt ein Surfboard, was auf der. Ah, shit, Alter. Was passiert hier? Oh, wir rutschen den Rest des Berges runter. Oh, das wird ja doch lustig. Weil wir nochmal Boost haben, geben wir nochmal Schippe drauf. Ei. Ei. Oh, seht ihr die Funken? Hilfe. Ja. Ich glaube, wir stehen. Oh. Okay, wir sind ein gutes Stück gefahren. Oder gefallen, sag ich mal eher. Diese blöden Bäume. Ich geht ja auch nicht, diese Bäume, die regen immer so auf. Ich kann es nicht verstehen, warum. Oh, ja, okay. Jetzt kurz geleckt. Und Sprung. Ja, mit diesem neuen Toreador-Auto kann man ja immer so schön viel Boost geben. Das liebe ich an dem. Ja, wir haben natürlich auch noch einen Kumpel mit hier. Den fahren wir jetzt mal besuchen. Schauen wir mal, wo er ist. Da hinten. Beim Highway. Kommen wir ihm noch mal entgegen, ey. Könnte es ein bisschen dauern, aber naja. Ein Autofahren muss ich echt nochmal üben. Oh Gott. Ja, gehen Sie mal aus dem Weg hier. Meine Güte. Ich hoffe, die Sounds sind jetzt nicht zu laut oder so. Hallo, willkommen in der Aufnahme. Ja, ein bisschen geht ja online, Oh ja, ich komme. ne? Ja. Guck mal, Leute, kriegen wir direkt noch einen neuen Streier hier. Ja, wir fahren jetzt unseren ersten. Hallo. Wir fahren unseren ersten lieben Kumpel besuchen. Wir haben ein Treffen vereinbart. Und, ja. Ne? Ich liebe dieses Auto, das ist so schön schnell. Und wie unten links lädt sich der Booster auch hyperschnell wieder auf, ey. Gehen Sie mal aus dem Weg, ja. Ich muss hier durch. Vielen Dank. Oh Gott, nein! Ja, gut, das war etwas belastend. Und wieder gegen Stein. Ey, diese Steine hier in GTA Online. Und Bäume. Beides die schlimmsten Dinger, die es gibt. Sind wir gerade auf der Gegenfahrbahn? Oh Gott. Autofahren kann ich ja. Ich habe meinen Führerschein wie heißen sie? Ich habe den Namen der Unternehmen vergessen. Auf jeden Fall habe ich einen. Alle mal aus dem Weg hier, bitte. Vielen Dank. Okay, so sollte zu meinem Treffen wahrscheinlich nicht mit der Bullerei erscheinen. Das ist nicht so angenehm. Nein, ich möchte gerne Lester anrufen. Da ist Lester. Der lästert mir immer. Der lästert bei der Polizei. Vielen Dank fürs Entfernen meines Fahndungslevels und go. Wow, lol. Ja, easy würde ich sagen. Perfekt gelandet. Eieieiei. Nehmen wir eine kurze Abkürzung über diese Straße hier und Boost. Ja, wunderbar. So läuft das doch hier. Oh, ich glaube, das war jetzt etwas zu viel. Nee, doch nicht.
Es war sogar perfekt, Leute. Seht ihr das? So fährt man heutzutage in GTA Online Auto. Ja, und davor ist unser Treffen bei den großen Satellitenschüsseln. Kurz davor. Oh, schaut mal an hier. Hallo. So, wir parken hier mal, wie es sich gehört, ne? Gehen wir mal rein. Und sagen unserem Freund mal Hallo. Moinse. Oh, Wettgeber, hey. Ja. Oh, hier war eine Spielkarte, was? Okay. Ja, gut, der Brain ist auch mit dabei heute. Ja. Ja, willkommen, du. Ja. YouTube. Ja, nach unserem schönen gewagten Sprung. Ich habe ein bisschen paar Kratzer abbekommen, aber ja, ne? Ja. Wolltest du dich ab, hab ich gehört? Ja, natürlich. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen was getrunken habe. Es war jetzt ein bisschen. Ach, nicht so schlimm. Aber bitte nicht aus weißer Leder, ja? Das ist frisch. Wobei, ich sollte vielleicht vorher einmal, aua, in die Reparatur fahren, habe ich so das Gefühl. Haben wir denn, ah, nee, warte mal, haben wir hier irgendwo? Das Auto hält auf jeden Fall gut aus. Genau sowas hier. Toreador. Ja, ich weiß, es war Theodor, aber. Hallo, willkommen, um unser Auto zu reparieren. Ja, ich würde sagen, fast perfekt eingepackt, ne? Einfach gehen auf bestimmt dein Auto, wenn ihr Hause und was, ne? Wie bitte? Zerstört, wir reparieren jetzt gerne noch dein Auto. Ja. Oh, toll. $454 nur, das ist halt Schnäppchen. Hm? Wenn du das so nimmst als Schnäppchen. Ja, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Der Toreador kann unter Wasser fahren. Ja, aber um dieses Auto soll es heute nicht gehen. Denn wir fahren jetzt mal ganz kurz in der Stadt. Ne, wobei hier kann man das besser machen. Bestell dir mal ein gutes Motorrad. Gutes Motorrad? Ja. Das ist ja nicht so schlimm, Hauptsache es hat gut Speed drauf. Warte mal ganz kurz, dann lass mich mal ganz kurz. Ich rufe mal kurz meinen Mechaniker an, ne, den brauchen wir für unsere schöne Tat. John ist gestorben. Oh, der ist bei uns in der Lobby. Vielleicht ist es auch sein Bot, ich weiß es nicht. So, da ist er ja. Der neue Slam Truck. Der soll ja. Fast. Ja, der sieht zwar für 1,3 Millionen. So okay mäßig aus, aber ja. Das GTA, also ich denke mal, es ist auch wieder immer ein bisschen besser aussieht, ne? Ich muss gucken, ob ich das richtige Motorrad habe. Ich habe mich mit den Motorrädern kaum auseinander. Du brauchst dich sogar nicht mal reinsetzen, du kannst dich einfach hinten draufstellen, während wir zu der Motor. Ach, da vorne steht's wahrscheinlich schon. Ja, ja, ich weiß. So. Du musst rückwärts drauf fahren, so, das ist die Sache. Warte, nein, bleib stehen, ich muss drehen. Rückwärts musst du drauf. Rückwärts muss ich drauf. Ja. Ja, jetzt bin ich oben, ich will aber nach unten. Lass mal den Krieg. Warte, so, jetzt kannst du drauf. Ah. Einfach Gas geben. Ich kann ja nur so. Oder fahr halt vorwärts drauf, meine Güte. Du musst aber halt immer gegensteuern. Du musst mit dem Hinterrad hoch, genau so. Ja, wunderbar. Geht's? Ja, ich kann es einigermaßen halten. Wenn du nicht zu schnell fährst und nicht so. Ich kann 150. Oh, es gewittert. Ich geh mal in die Ego-Perspektive. Du musst sagen, ob du noch drauf bist dann, ne? Ja, man kann es eigentlich eine Rampe hier hochfahren, weil sonst kannst du ja echt ein Slamberry als Rampe benutzen. Das habe ich jetzt zumindest gehört. Ja, das hintere Teil kann ich nicht hier hochfahren, das ist ja das Problem.
meine ist das Ding vorne jetzt hier. Ja, kann ich nicht hochfahren. Okay, also als Rampe kann man das erst nicht benutzen. Ja, das will ich ja jetzt austesten. Und zwar müssen wir einmal dafür zum Flugplatz, der ist da vorne. Da kannst du nämlich dann ordentlich Speed aufbauen. So, wir fahren. Von innen finde ich den sogar gar nicht mal so schlecht. Also, stopp, ich muss hier durch. Reifen passen aber nicht so wirklich zu gebrochen, oder was? Ja, Reifen habe ich selber drauf gepackt. Das denke ich mir auch, aber trotzdem. Du fährst einfach. So, du fährst einmal kurz hier runter. Ach, du bist schon runter. Okay, ich fahre kurz ans andere Ende und dann, du musst aber, wenn du bei mir ankommst, musst du bedenken, dass du mit dem Vorderrad hoch sein musst. Das heißt, du musst dann hier auf dem Hinterrad dann fahren. Okay, und wartet. Oh, John kommt da gerade an. Lass dir uns hier gleich wieder versuchen, uns zu rücken. Behalt einfach mal an, sag Bescheid, wenn ich los kann. Du kannst jetzt los. Unterwegs. Oh, mal schauen, wie werden wir den Sprung richtig gut miterleben? Wir werden es sehen. Da vorne kommt er. So, Hinterrad hoch, Hinterrad hoch. So, so. Ja, das war jetzt natürlich belastend, ne? Du musst auch schon mit dem Hinterrad nach oben, mit dem Vorderrad nach oben, ansonsten wird das nichts. Was machen die da? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, das geht jetzt auch so. Was macht denn Simi hier? Tach. Los geht's! Tritt er einfach mal in die Tür ein? Schneiden wir raus, ne? Nö, nö. Das bleibt drin, hallo? Ja, ihr könnt mich nicht rausschmeißen, das ist mein Fahrzeug. So, Brian, jetzt gib mal Gas, komm. Und jetzt mit dem Vorderrad nach vorne. Wo bist du? Wo ist dein Motorrad? Wo ist dein Geil! Lol. Warte mal. Das Problem ist, ich habe kein anderes. Also, welchen Motorrad bestelle, geht das Ding hier weg? So, bei euch steht es ganz kurz still. Ich muss kurz was schauen. Ah ja. Den Test gemacht, Leute. Wir haben ihn gemacht. Ja. Wenn man tatsächlich auch diesen Abschiebbar haben könnte, den man aus, den man dieser Mission hat für. Ach, das sollen wir doch für mit Speck und diese Fahrzeuge abschleppen. Mensch, das macht jetzt Ziel wieder. Wo bist denn du? Ah, da vorne. Okay, ich will. John will mir, glaube ich, gerade einen Headshot geben. Ah, null. So, ich habe mal kurz das Ding hochgefahren. Was hast du hochgefahren? Ich kann hier, also ich kann zumindest per Hydraulik das Ding ein bisschen hochfahren. Also das hintere Ding. Oh, da ist schon runtergefallen. Komm, du, warte, ich fahr's wieder runter. Geht so nicht. So geht das nur. So, fahr mal drauf und dann stell dich so quer, weißt du, dass du nicht runterfallen kannst. Ich soll mich quer stellen. John hat mir gerade einen Reifen zerschossen. Wow. Du musst mit dem Vorderrad nach oben, sonst kommst du da nicht drauf. Weißt was, du fährst mal kurz, du fährst das ja und ich fahr dein Motorrad. Das sollst du machen, ich hab vorne keinen Reifen mehr. Ne? Ist egal. Das hab ich hinten auch keins mehr. Du sollst mal eben ganz schnell hier hin, bevor John da das Auto kapert. Okay, oder ich fahr kurz, stell dich drauf und wir suchen mal das Motorrad. Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn Brain sein neues. Oh, mein Auge. Wenn Brain sein neues Motorrad hat. Also bis gleich. So, da sind wir wieder.
Brain hat sein neues Motorrad. Er kommt jetzt mit Feuergaracho auf uns zu und hoffentlich macht das jetzt mal auch richtig. Werden wir jetzt natürlich sehen, ne? Oh nein! Nein! Du wirst gleich sehen, was das Problem ist. Wow. Dann fahre ich eben dein Motorrad, ja, und du nimmst das Ding. Oh, du hast auf Beifahrer gestellt. Oh Mann, ey. Brain, komm her, dein Motorrad steht doch hier. Ja. Ich hab gemerkt, dass die Front, dass das Front losgeht. Das Förderrad kann sich hochheben. Nee, das geht bei dir nicht. Oh, egal. Ja, ich würde sagen, willkommen zurück in der Aufnahme mal wieder. Wir machen gerade einen schönen Hubschrauber-Rundflug mit der Jonestone. Und ja, sehr spannend auf jeden Fall. Was ballert der denn da? Ich kann einfach Raketen abfeuern. Das mit dem Stunt hat jetzt wohl nicht ganz so gut geklappt. Aber zumindest habt ihr ja ein bisschen was davon gesehen. Und ja, fürs Ende wollte ich jetzt einfach einen kleinen schönen Hubschrauber-Rundflug machen. GTA mache ich ja jetzt noch nicht mehr so viel. Ist einfach spontan jetzt entschieden, dass wir einfach ein bisschen was aufnehmen. Und ich springe hier. Geronimo! Wir machen jetzt eine wunderschöne Landung. Und zwar hier auf dem Clash. Hey, komm. Challenge, wir müssen da drauf landen. Und dann die besser hier direkt bei dem Turm. Oh je. Ich glaube, wir sind zu tief dafür. Ja, schade. Oh, da ist ja die Polizei. Hallo. Hallöle. What? Das geht. Oh Mann. Ja, egal. Ja. Ich hoffe, euch hat GTA gefallen. Und ja, macht's gut und ciao. Alright, Gamer.